Ada und Zilla, hört auf meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, lauscht meine Rede. Ja, einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Strieme. Wird kein siebenfach gerecht, dann Lamech 77-fach. Die Sunniten und der Anunnaki-Kult, rothaarige Zwillinge, welche Inzest betreiben, die von Anu, dem ersten Mörder, abstammen, werden als äußerst böse beschrieben und neigen dazu, Mord und Inzest zu begehen. Nachdem sie diese Titer verführt haben, werden ihre Nachkommen zu den Nephilim, den mächtigen Männern, die alle in der Sintflut vernichtet werden, wie auch in anderen Werken. Bei der Geburt Noahs prophezeite Lamech, er wird uns aufatmen lassen von unserer Arbeit und von der Mühe unserer Hände um den Ackerboden, den der Herr verflucht hat. Noah hatte drei Söhne, Reshit, Hiti und Sesit und eine Sonnenbarke. Nun sagte Gott zu Anu, er soll ein Boot besteigen und von vorne anfangen. Er scharte seine Tiere und Lakaien um sich, von jedem einen. Und segelte davon. 100 Tage lang auf dem Wasser. Nun hieß er Utnapishtim und war ein Anunnaki-Oberpriester und alle anderen waren seine Sklaven. Die Götter bekamen Angst und zogen sich zurück in den Himmel von Anu. Sie kauerten sich wie kleine Hunde zusammen und duckten sich am äußeren Rand. Istar schrie wie eine Frau in den Wehen und die Göttin mit der süßen Stimme jammerte, ach, leider sind die alten Tage zu Staub zerfallen, weil ich schlimme Dinge sagte im Rat der Götter. Wie konnte ich bloß schlimme Dinge sagen im Rat der Götter und damit eine Katastrophe heraufbeschwören, die mein Volk vernichtet? Kaum hatte ich mein Volk ins Leben gerufen, da füllte es schon das Meer wie die vielen Fische. Die Götter, jene von den Anunnaki, weinten mit ihr. Auch Shamash der Sonnengott. Doch die Flut spülte sie in Syrien an. In Kanaan und sie gründeten den Wetterkult. Doch es gab einen anderen Gott in Mesopotamien. Am Euphrat. Im Zweistromland. Nach der Legende ist Gilgamesch zu zwei Dritteln göttlich und zu einem Drittel sterblich. Er hat eine enorme Intelligenz und ist sehr stark, aber er unterdrückt sein Volk. Das Volk ruft die Götter um Hilfe, und der Himmelsgott Anu, der oberste der Götter, erschafft einen wilden Mann mit großer Stärke, mit Namen Enkidu, der sich mit Gilgamesch messen kann. Schließlich kämpfen die beiden, aber keiner kann gewinnen. Aus ihrer Feindschaft wird homosexuelle Liebe und dann treue Freundschaft. Die beiden neuen Freunde bestehen zusammen viele Abenteuer, aber dann töten die Götter den Enkidu. Gilgamesch betrauert seinen Freund sehr und es wird ihm klar, dass auch er einmal sterben muss. Jedoch dann hört er von einem, der unsterblich wurde, von Utnapishtim, dem Überlebenden einer großen Flut. Gilgamesch geht zum Meer, um Utnapishtim zu finden und der erzählt ihm sein ungewöhnliches Leben. Und versprach ihm ewiges Leben. Nun war auch Gilgamesch im Bann der Anunnaki. Besser bekannt als Lugalzabisi war nun auch ein Sklave der Götter. Lugalzabisi erobert mit seiner gefürchteten Lugalbanda der Nulubi ganz Suma und trieb die Sklaven auf dem Berg in Ninive zusammen. Die Anunnaki assimilierten die bestehenden Götter aus Suma und korrumpierten sie. Jetzt sind die Götter auf die Erde zurückgekehrt in Form von arglistigen Tempelpriestern. Und nun waren die Anunnaki Priestergötter und herrschten über die Sumerer. Sie bauten in jeder Stadt eine Zikkurat und ließen sich anbeten. Jeder Stadtstaat rund um Sumer im Zweistromland hatte seinen eigenen Gott. Und jeder Gott hatte seinen Anunnaki-Oberpriester. Sie erschufen den Götzen und nun waren alle Sklaven der Götter. Der ultimative Gläubige. Er soll Angst vor der Sonne haben. Er müsste geboren und nur für den Kult erzogen werden. Nichts braucht er sonst zu wissen. Eine hohle Seele ohne eigenen Willen. Anu der Anunnaki-Oberpriester war unter anderem auch der Vater von Matu, Era, Baba, Gibil, Misaba, Enlil, Gadrumdu, Namatu und des Wettergottes Hadad bekannt, sowie der sieben Gottheit. Die bösen sieben sind die Söhne des Himmelsgottes Anu, sie essen Menschenfleisch und trinken Blut. Als Sin, Samas und Istar versuchten, sich die Weltherrschaft mit anzuteilen, schickte an sein Kind, die sieben Gottheit, gegen Sin aus, welche Sin umzingelte und damit eine Mondfinsternis auslöste. Einer blieb, einer wurde verbannt und einer ging.
Vielleicht starb auch einer. Sin wanderte los. Auf seiner Wanderung um 3000 vor Christus. Die Stadt Anshan im Elam gegründet haben. Er fand einen Weg durch die Berge und hat den Aufstand der Iraner gegen den grausamen Fürsten Azidahaka angeführt. Symbolisierte den Kampf gegen die Tyrannei böser Männer und gegen Unterdrückung durch fremde Invasoren. Nun war er König, und er hatte drei Söhne. Jabal, Patron aller Nomaden. Jubal der Bade. Und Tubal der Schmied. Gog und Magog, Stadt und neue Stadt, spannte hinter dem Kaukasus den Bogen. Einst hat Gott den Berg mit Eisen übergossen. Doch nun taute dieses Eisen auf. Gog und Magog wandten sich nach Nordwesten und spannten den Bogen. Um ganz Mesopotamien. Nun sollte die neue Stadt die erste Welle schlagen. Die Kuraraxes kamen über den Kaukasus. Kurze Zeit später wird Gilgamesch hinterrücks verraten. 2400 vor Christus. Sargon aus Safran. Ein Mundschenk erschleicht sich Zugang zum königlichen Hof. Er hat Verstärkung aus den Bergen mitgebracht. Sargon von Akkad selbst legitimierte die gewaltsam angeeignete Herrschaft unter Berufung auf göttliche Erwählung durch die Kriegsgöttin Inanna des Sem, repräsentiert durch die Anunnaki-Priesterin Istar. Sie stach die anderen Anunnaki-Priester aus. Sargons Gemahlin war Tal Ultum, über die, außer ihrem Namen, wenig bekannt ist. Der Name bedeutet übersetzt ungefähr, ich nahm sie als Beute. Laut einer Legende war Teschlultum die ehemalige Gemahlin von Lugal Zagesi. Sargon, der mit der Hörnerkrone. Der starke König, der König von Akkad bin ich. Meine Mutter war eine Verstoßene, meinen Vater kannte ich nicht. Die Verwandtschaft meines Vaters wohnt im Gebirge. Meine Geburtsstadt ist die Stadt Safran, die am Ufer des Euphrat liegt. Es empfing mich die Mutter, die Verstoßene gebar mich heimlich. Sie legte mich in einen Korb aus Schilf, mit Asphalt verschloss sie meine Öffnungen. Sie ließ mich auf dem Fluss nieder, aus dem ich nicht mehr selbst emporsteigen konnte. Der Fluss trug mich, zu Aki dem Wasserschöpfer brachte er mich. Aki der Wasserschöpfer holte mich wahrlich durch ein Eintauchen des Eimers herauf. Aki der Wasserschöpfer nahm mich zu seiner Sohnschaft an, er zog mich wahrlich groß. Aki der Wasserschöpfer setzte mich wahrlich in seine Gärtnerarbeit ein. Bei meiner Gärtnerarbeit gewann mich die Ishtar wahrlich lieb. Viele Jahre übte ich wahrlich die Königsherrschaft aus. Die schwarzköpfigen Menschen beherrschte und regierte ich wahrlich. Die Tempel wurden geplündert und er vertrieb die Tempelkultanhänger aus den Städten in die Berge. Sargon von Akkad eroberte das Land und gründete die Stadt unten am Berg. Er ließ die Tempel niederbrennen. Auf sein Geheiß wurden die alten Bräuche verworfen und eine neue Ordnung eingeführt. Zuerst wurde das Vorrecht des Herrschers gegenüber den Tempeln rückgängig gemacht, die Einwohner wurden aus einer Reihe von Schuldknechtschaften befreit und die missbräuchliche Ausbeutung der wirtschaftlich Schwachen durch die im Ranghör Stehenden wurde verboten. Das Reich Akkad fiel langsam in sich zusammen. Viele Emigranten verließen den Euphrat wieder und wanderten weiter nach Anatolien. Andere schlossen sich den Götterkulten an. Nach Sargons Tod merkte sein Nachfolger, Naram-Sin, schnell, dass reines Militär nicht ausreicht. Die einst souveränen Stadtstaaten kapselten sich langsam wieder ab. Die ursprünglichen Kulturen aus Uruk setzten sich langsam wieder durch. Naram-Sins Nachfolger war sein Sohn Akaliare, danach verließ die Göttin Inanna Akkad und das Volk, welches keine Zügel duldet. Die Elamiten und die Sumerer. Eine biblische Geschichte. Noah und die Flut. Die Bibel erzählt, dass die Kinder Noahs, die die Erde wieder bevölkerten, eine Ebene im Lande China oder Sumer fanden und da selbst wohnten. Ebenfalls wird erzählt, in der Vorstellung des Alten Testaments wird das Volk der Elamiter auf Sem zurückgeführt, der ebenfalls ein Sohn von Noah war. Die elamitische Hauptstadt Susa sowie Anshan haben aus strategischer Sicht die Berge im Rücken und können nur aus dem Süden oder Westen her erschlossen werden. Im Westen, die Sumerer leben zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat. Im sogenannten Zweistromland von Mesopotamien.
welche oft miteinander im Krieg lagen. Die Sumerer werden in der Bibel als ein kriegerisches und überlegenes Volk dargestellt. Die souveränen sumerischen Stadtstaaten unterhalten ihre eigenen Armeen. Ausgerüstet mit Speer und Schild. Sowie Helm und Panzer. Und sind unweigerlich mit den benachbarten Elamiten im Krieg. Doch die Elamiten waren nicht wehrlos. Etwa 2500 vor Christus, als das Pferd in anderen Kulturen bereits als unersetzliches und vielseitiges Nutztier gehalten wurde, setzte man im Zweistromland eher auf Esel. Dass die Vorstellung vom Nutzen der Pferde bei den Anwohnern des Zweistromlandes relativ lange wenig ausgeprägt schien, lag sicherlich auch an der Tatsache, dass das Pferd in dieser Region nicht beheimatet war. So fanden Pferde denn auch zunächst ihren Weg als Beute, als Tribut oder über den Handel aus den benachbarten Gebieten wie dem iranischen Zagrosgebirge, wo die Elamiten beheimatet sind, Anatolien oder Nordsyrien nach Mesopotamien. Fakt ist, dass die elamitische Kriegsführung größtenteils auf Pfeil und Bogen ausgelegt war. Wie ein Bibeltext belegt. So spricht Jahwe der Heerscharen, fürwahr, ich will den Bogen der Elamiter zerschmettern, ihre vornehmste Heldenkraft. Ob sie nun auf Pferden oder auf Eseln geritten sind. Oder auch gar nicht. Der Bogen war damals eine mächtige Waffe. Dennoch wurde der Elam immer wieder von den sumerischen Herrschern Mesopotamiens erobert. Doch die Elamiten konnten sich weiter in den Osten zurückziehen und bestehen. Etwa 2300 vor Christus eignete sich ein Mann widerrechtlich den Thron von Umma an. Sein Name Lugalzagesi, auch bekannt als Gilgamesch. Das zwölfteilige Epos wurde von den Annalen festgehalten und folgt seiner Geschichte. Gilgamesch hatte große Pläne und zog mit seinem Heer gegen Lagasch. Er eroberte die Stadt und tat etwas noch nie Dagewesenes. Er marschierte weiter. Nach Uruk. Und eroberte auch diese Stadt. So setzte er seine Kampagne in den Norden Mesopotamiens fort und eroberte die ganze Region Sumer. Er war der erste Herrscher einer ganzen Region. Er gilt als der erste Herrscher über ganz Sumer und hatte den Titel der König des Landes inne. Doch seine Herrschaft dauerte nicht lange. Etwa zur selben Zeit erhob sich ein junger Mundschenk des Königs von Kisch. Er kam aus dem Norden Sumer und wurde bald als Sargong von Akkad bekannt. Sargong bezeichnete sich selbst als der legitime König. So zog er bald mit seinem Heer gegen den Usurpator, Lugalzagesi. Der Kompositbogen war ein Kernelement seiner Armee. Verstärkt durch Axtkämpfer, Speerwerfer und Träger. Man sagt, er aß täglich mit über 5000 Soldaten an einem Tisch. Und unterhielt das erste stehende Heer. Er schlug insgesamt 34 Schlachten, 9 in einem einzigen Jahr. Bis er Lugalzagesi besiegte und ganz Sumer einnahm. Er gründete die Hauptstadt Akkad. Und eroberte weiter. Weite Teile im Westen bis ans Meer. Sowie im Osten den Elam. Und sein Titel war der König der Welt. Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Balatun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst.
Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Ter. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um mein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gutäer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei's drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Hm. Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Mein König, sollten wir sie nicht lieber am Leben lassen? Sie ist ein feindlicher Späher. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben. Thank you.
Schließlich beschlossen die Götter der Anunnaki, dass Akkad zerstört werden müsse, um die anderen Städte Mesopotamiens zu retten. Die Stadtstaaten rebellierten. In der dritten Generation wurde die Hauptstadt Akkad zerstört. Es bildeten sich wieder unabhängige Stadtstaaten. Viele unter den ursprünglichen Herrschern aus Uruk-Zeit. Akkad beschränkte sich auf Lhasa unter Remsin, dem Weltstier des Mondgottes. Doch die Götterpriester der Anunnaki waren stark und operierten aus Yamchet in Syrien. 1800 vor Christus erschienen die Amoriter und Hammurapi. Er kam aus Yamchet, aus Syrien, wo einst der Anunnaki-Oberpriester Anu an Land ging und Gilgamesch austrickste. Da wo der Wettergott Hadad herkommt. Yamchet verbündete sich mit Mari und Hammurapi, eroberte Uruk, Isisin und gründete den Stadtstaat Babylon. Lhasa selbst soll von 40.000 Soldaten verteidigt worden sein. Remsin war der letzte König der altbabylonischen Dynastie von Lhasa in Mesopotamien. Mit seinem Fall begann das Zeitalter des altbabylonischen Reiches. Nachdem der rechtmäßige König, Sargon von Akkad, später bekannt als der König der Welt, den Usurpator Lugalzagesi, auch bekannt als Gilgamesch oder als der König des Landes, bezwang, expandierte das akkadische Reich nach Westen und Osten. Doch zerfiel Generationen später wegen inneren Unruhen. Die autonomen sumerischen Stadtstaaten aus der Vergangenheit erhoben sich. Das Reich versank im Chaos und löste sich langsam auf. Als die Hauptstadt Akkad zerstört wurde, zerfiel auch das Reich. Immer mehr Könige haben ihre eigenen Reiche ausgerufen. Der Elam erstarkte wieder im Osten. Doch konnte durch ein Bündnis der neuen Reiche zurückgedrängt werden. Die neuen Reiche etablierten sich zu ebenbürtigen Gegnern und führten oft Krieg miteinander. Bekriegten sich gegenseitig, hielten aber gegen den Elam zusammen. Es entstanden komplexe Diplomatievereinbarungen und Schutzbündnisse. Die Könige verfügten über ausgeklügelte Netze von Botschaftern und Agenten in allen wichtigen Stadtstaaten. So wie bei Game of Thrones. Es wurden Stadtmauern errichtet, Gesetze erlassen und Krieg geführt. Domestizierte Pferde traten erstmals ab etwa 3500 vor Christus auf. Hauptsächlich in Mittel- und Westasien und gewannen immer mehr an Bedeutung. Genauso wie der Streitwagen, sowie Pfeil und Bogen. Der Stadtstaat Lhasa kontrollierte schon bald den Tigris und Euphrat. Und damit den Zweistrom von Mesopotamien. Mit der Macht, allen das Wasser abzudrehen. Erst spät entwickelte sich der Stadtstaat Babylon zu einem Reich. Durch geschickte Diplomatie und Bündnisse konnte Babylon sich Upi und Esnunna im Osten einverleiben und weitere Verbündete mit Assur, den Amoriten aus Mari und Yamhat, gewinnen. Erst 1800 vor Christus konnte die Tyrannei böser Männer beendet werden. Hammurapi, König von Babylon, mobilisierte seine Truppen. Nach einem Kriegsvorwand mit Lhasa sieht er seine Chance und zieht mit seinen Verbündeten in die Schlacht. Vor Christus. Mesopotamien, Zweistromland. In den inneren Reihen der mächtigen Anunnaki, den göttlichen Oberpriestern aus der sumerischen Mythologie, entstanden Spannungen und Rivalitäten zwischen dem Mondkult und den Sonnenkult-Anhängern. Diese Spannungen eskalierten schließlich zu einem epischen Konflikt, dem Kampf zwischen Gut und Böse, in einer gewaltigen Schlacht bei Lhasa, einem bedeutenden Ort in Mesopotamien. Im Zweistromland lebten 100.000 arme mittellose Bettler und Wilde, sie suchten jemanden, der ihnen erklärt, wie die Welt funktioniert. Jetzt sind sie hochreligiöse Fanatiker, die nur für den Kult geboren werden, leben und sterben. Ob arm oder reich. Sie haben sich allen Besitztümern entledigt und huldigen den Göttern, repräsentiert von den Anunnaki-Oberpriestern. In Lumpen gekleidet und mit Steinen bewaffnet, bewarfen sie sich brutal. Bis keiner mehr stand. Für die hochfanatischen Kultanhänger kam ein Rückzug nicht in Frage. Sie kämpften bis auf den letzten Mann. Bis in den Tod. Denn sie hatten Angst vor der Sonne. Die Anunnaki, einst vereint in ihrer Herrschaft über die Sumerer, sahen sich nun in einem gewaltigen Machtspiel gefangen. Der Mondkult,
dessen Anhänger von der geheimnisvollen Magie des Mondes und der Fruchtbarkeit beseelt waren, und der Sonnenkult, dessen Anhänger Angst vor der Sonne hatten, mobilisierten ihre Armeen aus Kultanhängern und Sklaven für den unausweichlichen Konflikt zwischen Gut und Böse und der Weltherrschaft über alle Lakaien. Der typische Kultanhänger hat keinen Besitz, er braucht keinen, er wurde für den Kult geboren, er soll nur das tun, was ihm die Götter sagen, eine ohne ausgetrocknete Seele. Die fanatischen Lakaien versammelten sich in Lumpen. Sie führten rostige Dolche und ihre Augen strahlten mit einer unheimlichen Entschlossenheit, ihren Göttern gefällig zu sein. Die Schlacht bei Lhasa begann mit einem unheilvollen Grollen, als die Kultanhänger beider Seiten aufeinander prallten. Steine flogen durch die Luft, als die Lakaien geschickt improvisierte Geschosse und Fäkalien einsetzten, um die Gunst ihrer jeweiligen Gottheit zu gewinnen. Die Erde bebte unter dem wütenden Tanz der Fanatiker. Die weiten Ebenen vor den Mauern von Lhasa erbebten unter den Schritten von zehntausenden fanatischen Kultanhängern, die von Hammurabi und Rimsin in den Kampf geschickt wurden, um ihre religiöse Pflicht zu erfüllen. Eine Ehre. König Rimsin der Mondstier ist das letzte Überbleibsel des akkadischen Königreiches. Einst warf Sargon von Akkad mit Hilfe der Mondgöttin Istar die übrigen Götter aus den sumerischen Städten. Er befreite die Städte von den Göttern und damit auch vor den Tempelpriestern. Die Anunnaki-Götterpriester wurden nach Syrien, nach Kanaan verbannt. Eines Tages in Syrien. Hammurabi kam aus Yamchet, da wo Noah an Land ging und einen unheilvollen Kult des Wettergottes gründete. Al-Hadad. Hammurabi verbündete sich mit dem Stadtstaat Mare, welcher für seine Schmiedekunst bekannt war, um schlussendlich Lhasa zu vernichten. Für das Geschenk der Göttin. Doch Lhasa wurde angeblich von 40.000 Soldaten verteidigt. Hammurabi ist von einer göttlichen Mission berufen. Er ist der erste Ritter. Er ist der Auserwählte und braucht mehr Kultanhänger. Er braucht sie alle, um die dunklen Machenschaften in Sumer zu beenden und die Welt zu retten. Beide Parteien scharten ihre Lakaien zu Tausenden. Diese fanatischen Krieger, in Lumpen gekleidet und von einem unerschütterlichen Glauben erfüllt auf ein besseres Leben und dem Leben nach dem Tod, waren auf das Schlachtfeld gezogen, um für ihre Götter zu kämpfen. Die Lage ist ernst. Die Welt geht unter, wenn die nicht gewinnen. Kein besseres Leben, kein Leben nach dem Tod. Weltuntergang. In den staubigen Ebenen vor der antiken Stadt Lhasa erhoben sich die Armeen von Hammurabi und Rimsin, gehüllt in Lumpen und von fanatischem Glauben erfüllt. Die Sonne sandte ihre heißen Strahlen auf das Schlachtfeld, während sich die Krieger in unheimlicher Stille formierten. Ihre einfache, aber tödliche Bewaffnung bestand aus sorgfältig gesammelten Steinen, in welche sie mythische Symbole eingeritzt hatten und die sie in improvisierten Taschen bei sich trugen. Hammurabis und Rimsins Armeen gingen brutal aufeinander los. Die Kultanhänger hielten einfache Steine in den Händen, ihre Blicke von der Sonne abgewandt und von einem fanatischen Glanz durchdrungen. Ihr Befehl, Ungläubige steinigen. Der Befehl zum Angriff wurde gegeben, und die ersten Würfe flogen durch die Luft. Steine prallten auf Schilde, zersplitterten Rüstungen und trafen ihr Ziel in den Reihen der feindlichen Krieger. Hammurabi konnte mit seinen Verbündeten aus Mare, Yamshad und Syrien zwei schwere Kompanien anwerben. Die schwer gepanzerte Infanterie unterschied sich gewaltig von den zerlumpten Lakaien und Habenichtsen. Diese Krieger kämpften wegen Gold oder Macht. Sie waren gut ausgerüstet mit Bronzeschilden, Bronzerüstungen und Bronzehelmen und gehörten zur Elite. Die Panzerung bot dem Steinhagel reichlich Schutz. Außerdem führte Hammurabi zwei berittene Kompanien und führte seine schwer gepanzerten Reiter an vorderster Reihe in der Schlacht an. Den Rest stockte Hammurabi auf mit Fanatikern und Lakaien. Rimsin schickte einen seiner Generäle, er führte eine berittene Kompanie an und die legendären Krieger aus altbabylonischen Mythen, die Lulubi-Bande. Eine wilde Bande aus den Bergen Assurs, bestehend aus zwei Kompanien aus schwerer und leichter Infanterie, welche darin geübt waren, gemeinsam vorzurücken und ihre Opfer einzukreisen. Diese Krieger waren besser bewaffnet als die von Hammurabi. Sie hatten Eisenhelme und ihre Speere hatten Eisenspitzen.
Sie schmückten ihre Helme wie Hühner und galten als unbesiegbar. Auch Rimsin stockte seine Armee mit Kultamhängern auf. Zu Tausenden. Es entwickelte sich im Zentrum des Gewalt-Tsunamis, zwischen zwei Baumhügeln, die entscheidende Schlacht. Die mit Steinen bewaffneten Lakaien suchten zu beiden Seiten vergeblich Schutz vor den Steinen und fanden diesen teilweise hinter den Bäumen. Als die Lulubi-Bande tief in die feindlichen fanatischen Reihen vordrang, versammelte Hammurabi seine Lakaien am Baumhügel und sprach ihnen ein letztes Mal Mut und ein Leben nach dem Tod zu, vor dem letzten entscheidenden Angriff. Er hatte nur noch eine schwere Kompanie übrig und blies zum Angriff. Diese sollte mit Hilfe der übrigen Lakaien vorrücken und den Feind vernichten. Währenddessen musste Hammurabi immer wieder die Angriffe der Lulubi-Bande abwehren. Diese waren den einfachen Lakaien überlegen und Hammurabis Aufgabe bestand darin, seine Anhänger zu beschützen. Die schwer bewaffneten Krieger wurden auf beiden Seiten stark ausgedünnt. Bis nur noch wenige übrig blieben und um ihr Leben kämpften. Dolche blitzten im Sonnenlicht und kleine Äxte wirbelten durch die Luft, als die fanatischen Krieger aufeinander losstürmten. Der Staub der Schlacht mischte sich mit dem Blut der Gefallenen, während die Kultanhänger mit unerbittlichem Eifer für ihre Götter kämpften. Jeder Schlag, jeder Stich, war von einem tiefen Glauben an ihre Götter begleitet. Die Schlacht war ein wahrer Sturm aus Chaos und Tod. Lumpen wurden zu improvisierten Bandagen für Wunden, und die Erde bebte unter dem stetigen Stampfen der Kämpfenden. Die Szenerie war von einem blutigen Rausch und einem unheilvollen Willen zum Sieg geprägt. Ein bedrohliches Dröhnen hallte über das Schlachtfeld, als die beiden Armeen aufeinander prallten. Der Boden bebte unter den raschen Schritten der fanatischen Krieger, ihre Lumpen flatterten im Wind, während sie sich mit Steinen beschossen. Die Steine flogen wie wild durch die Luft wie todbringende Projektile, während die Krieger unerschrocken ihren Weg durch den Staub und das Chaos bahnten. Hammurabis Anhänger kämpften mit wilder Entschlossenheit, ihre Gesichter von einem fanatischen Glanz durchzogen. Sie kannten nur einen Satz: Ja, her! Und hatten Angst vor der Sonne. Sie hielten ihre Blicke immer gesenkt und zielten tief. Rimsins Krieger hingegen waren ebenso entschlossen, ihre Stadt zu verteidigen. Um ihre Armeekapazitäten zu maximieren, huldigten sie dem Fruchtbarkeitskult und als Belohnung gab es 6, sowie nach dem Tod 66 Jungfrauen. Die Schlacht wurde zu einem verzweifelten Ringen ums Überleben, bei dem jeder Wurf eines Steins das Schicksal eines Kriegers besiegelte. Es war klar, die Verlierer würden alle wegen Ketzerei sterben. Die Luft war erfüllt von den Klängen der aufeinandertreffenden Steine, von Kriegsschreien und dem dumpfen Aufprall der Körper auf dem Boden. Der Boden um Lhasa war mit Lumpen, Staub und den Überresten fanatischer Krieger übersät. Die Sonne neigte sich langsam dem Horizont entgegen, als die Schlacht ihren Höhepunkt erreichte. Die Steine rauschten durch die Luft, zermalmten Schilde, zersplitterten Rüstungen und fanden ihre Ziele in den Reihen der feindlichen Krieger. Ein ohrenbetäubendes Klirren und Klatschen erfüllte die Szene, begleitet von den schrillen Schreien der Fanatiker. Doch trotz des Steinhages weigerten sich die Krieger, auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Als die Steinvorräte der Lakaien erschöpft waren, lag eine bedrückende Stille über dem Schlachtfeld. Die Kultanhänger von Hammurabi und Rimsin standen sich Auge in Auge gegenüber, anhand eines alten Tempelpaktes leerten sie gleichzeitig ihre Hände von den improvisierten Geschossen. Dann begann die zweite Phase der Schlacht. Nun ging die Schlacht in den Nahkampf über. Dolche trafen auf Äxte, und der Himmel über Lhasa wurde von den Funken des konfliktreichen Zusammenpralls erhellt. Die göttlichen Anunnaki, die einst als Einheit über die Menschen herrschten, sahen nun ihre Anhänger in einem gewaltigen Spiel der Elemente gefangen. Nachdem die Steinvorräte erschöpft waren, brach eine grimmige Stille über das Schlachtfeld herein. Ein unheimliches Knirschen ertönte, als die fanatischen Krieger ihre Dolche und kleinen Äxte zückten. Die Atmosphäre wurde noch bedrohlicher, als die Armeen in den Nahkampf übergingen. Der Staub wirbelte auf, als die Krieger mit einer beispiellosen Hingabe aufeinander losstürmten. Trotz von schweren Wunden oder dem Verlust von Armen und Beinen, schlugen die Wahnsinnigen wild um sich. Keiner war mehr sicher.
Dolche blitzten im gleißenden Sonnenlicht, und kleine Äxte schwangen in einem tödlichen Tanz. Jeder Schlag war von einem schieren Wunsch nach Überlegenheit und dem Willen zum Sieg begleitet. Die Schlacht nahm eine grausame Wendung, als die Krieger in einem tödlichen Nahkampf verstrickt waren. Lumpen wurden zu improvisierten Bandagen für die Wunden, und der Boden war gespickt mit den Überresten der fanatischen Krieger, die bis auf den letzten Atemzug kämpften. Schließlich, als die Sonne hinter den zerklüfteten Mauern von Larsa versank, lag das Schlachtfeld still und verlassen da. Diejenigen, die noch atmeten, waren mit Blut befleckt und von unerschütterlichem Glauben erfüllt. Die Schlacht zwischen Hammurabi und Rimsin bei Larsa würde als ein düsteres Kapitel in den Chroniken der Antike eingehen, gezeichnet von fanatischem Eifer und einem unaufhaltsamen Willen zum Tod im Kampf. Trotz der Erschöpfung und der Verluste kämpften die fanatischen Krieger bis auf den letzten Mann. Diejenigen, die noch stehen konnten, setzten ihren verzweifelten Kampf fort, bereit, ihr Leben für den Glauben und ihre Götter zu opfern. Am Ende war das Schlachtfeld von einem unheimlichen Schweigen erfüllt, nur durchbrochen vom leisen Flüstern des Windes über die Ebenen von Larsa. Am Ende des Tages, als der Staub sich legte und die Sterne am Himmel erschienen, lag das Schlachtfeld von Larsa übersät mit den Überresten der fanatischen Krieger. Die Anunnaki, einst als Götter verehrt, hatten ihre Anhänger in einem gewaltigen Konflikt verloren. Die inneren Differenzen der Götter hatten die Geschicke der Menschen auf der Erde für immer geprägt. Hammurabi konnte schließlich alle Kämpfe für sich entscheiden und Larsa erobern. Die Welt ist gerettet, er hat das Böse vertrieben. Und damit war das altbabylonische Reich gegründet. Hammurabi ging als Sieger aus dem Konflikt hervor und eroberte Sumer. Er ließ die übrigen Fanatiker kreuzigen oder einsperren und führte den Codex Hammurabi ein. Die übrigen Anhänger Rimsins flohen bestimmt nach Nordosten über die Berge. Und spannten den Bogen. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Codex Hammurabi ist einer der ältesten schriftlichen Gesetzestexte, der auf einen einzelnen Herrscher zurückgeht. Er wurde von Hammurabi, dem sechsten König der ersten Dynastie von Babylon, im 18. Jahrhundert vor Christus erlassen. Der Codex Hammurabi ist auf einem steinernen Denkmal eingraviert und enthält insgesamt 282 Gesetze, die verschiedene Aspekte des zivilen, wirtschaftlichen und familiären Lebens regeln. Hier sind einige Beispiele für Bestimmungen aus dem Codex Hammurabi. Auge um Auge, Zahn um Zahn, dies ist eine der bekanntesten Bestimmungen im Codex Hammurabi und wird oft als Prinzip der Vergeltung interpretiert. Es bedeutet, dass die Strafe für ein Verbrechen dem Schaden entsprechen sollte, der dem Opfer zugefügt wurde. Eigentumsrechte, der Codex enthält Gesetze, die das Eigentum und den Handel regeln, einschließlich Diebstahl und Betrug. Es gibt klare Bestimmungen und Strafen für Diebe. Familiäre Angelegenheiten, der Codex regelt auch familiäre Beziehungen und Angelegenheiten wie Ehe, Scheidung und Vaterschaft. Er enthält auch Bestimmungen zum Schutz von Frauen und Kindern. Berufsrecht, es gibt Gesetze, die sich auf Arbeitsverträge und Bezahlung beziehen. Der Codex enthält auch Regelungen für Handwerker und Bauherren. Religiöse Bestimmungen, einige Gesetze im Codex haben religiösen Charakter und regeln das Verhalten der Menschen in Bezug auf den Kult und religiöse Praktiken. Es ist wichtig zu beachten, dass die Strafen im Codex Hammurabi oft drastisch sind und von modernen Rechtsvorstellungen abweichen. Der Codex ist jedoch ein wichtiges historisches Dokument, das Einblicke in die Rechtsprechung und das soziale Leben im alten Mesopotamien bietet. Falls du den nächsten epischen Kampf nicht verpassen willst, dann du weißt schon und lass ein Like da. Der Codex Ur-Nammu ist die älteste schriftlich überlieferte Rechtssammlung und wurde von Hammurabi eingeführt. In der Region in Syrien entstand einst der sumerische Kult des Wettergottes, man siedelte sich am Meer an und huldigte dem Wettergott des Wassers und der Flüsse. Er unterschied sich vom Wettergott aus Nordsyrien. Dort betete man eine ähnliche Variante des Wettergottes an, doch dieser stand für Blitz, Sturm und Donner. Dort, wo die Bögen und Streitwagen herkommen. Nördlich des Kaukasus. Kerun oder auch Ramu ist der oberste Gott der slawischen Mythologie.
Er ist der Gott des Gewitters, des Donners und der Blitze. Zu seinen Symbolen zählen die Schwertlilie, die Axt und die Eiche. Sein Name bedeutet der stark Schlagende. Die älteste schriftliche Überlieferung stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Prokopius von Caesarea berichtet von einem Donnergott, den die Slawen als einzige Gottheit verehren und dem sie Tieropfer darbringen. Dort, wo einst der Meteorit einschlug und man das Eisen fand, schlossen sie sich zu dem Bund der Hethiter zusammen. Unter denen, die einst aus den Bergen Kaukasus emigrierten Slawen, entstand unter Kuraraxes, Hatjans und Horians die erste hethitische Siedlung auf den Anatolischen Bergen unter einem König. 1600 vor Christus. Mit der neuen Macht des Eisens zog der König der Hethiter nach Babylon und verwüstete die Stadt. Nach der Einnahme Babylons erlag er einem Attentat und es etablierten sich mehrere regionale Herrscher der Hatti. Babylon fiel unter die Kassiten. Die Kassiten waren die gottlosesten unter den Barbaren und plünderten die übrigen Tempel für die nächsten 400 Jahre. Dies war auch schon das Ende des altbabylonischen Reiches. Die Amoriter und die Anunnaki-Priester wurden aus Babylon nach Kanaan vertrieben. Dort taten sie sich zu den Hyksos zusammen, es wird von Hörnerkronen berichtet, und eroberten die oberen Teile Ägyptens. Zu dieser Zeit floh auch der biblische Abraham aus Ur.